Ja, hallo zu On the Grid. Was soll ich sagen? Die Dame neben mir ist etwas bekannter als ich, würde ich behaupten. Katja Wagner, Besitzerin eines Beauty-Salons in Wien. Oder noch Besitzerin, kann man das nur sagen? Genau, so ist es. Also Besitzerin mittlerweile nicht mehr. Also ich habe meine Anteile verkauft und bin auch von der Geschäftsführung zurückgetreten, aber bin natürlich noch unterstützend, gerade in solchen Angelegenheiten schon noch zu haben. Okay, was soll das jetzt heißen? Das erkläre ich jetzt. Ich lasse mich heute nackt wachsen. Und warum? Ganz einfach, weil das Inside Politics ist ja selber immer wieder von Regulierungen betroffen. In Österreich ist es anscheinend nicht ganz so erlaubt, ohne in so einer Kabine, wie wir jetzt sind, sich wachsen zu lassen, ohne dass eine Sichtverbindung nach außen gewährleistet ist. Das hast du gesagt. Genau. Jetzt haben wir gesagt, okay, let's go. Und zeigen wir doch mal, was Inside Politics und On the Grid so bedeutet, und wir gehen dann noch in die Auslage. Also, ich bin der einzig Mutige in dem Fall. Übrigens, danke für die Unterstützung von Fass ohne Boden diesbezüglich auch. Und ja, jetzt probieren wir mal, was los ist und wie das eigentlich geht. Und vielleicht kommt das Arbeitsinspektorat und sagt, so darf ich nicht arbeiten. Mit Sicherheit. Also jetzt wird es ein bisschen warm. Jetzt wird das Wachs aufgetragen von der Nora. Das habe ich das letzte Mal mit 13 oder 14 gemacht, weil ich der Meinung bin, ich habe eine feminine Seite. Ach so, tatsächlich? Ja, genau. Na, du, das machen also viele Radsportler zum Beispiel oder Marathonläufer, Ja. die lassen sich die Beine enthaaren. Also Genau, deswegen es der Windschlüpfrigkeit. genau, sagt man zumindest. Mir hat wiederum ein Radsportler auch erzählt, dass das ein Blödsinn ist. Also ich habe selber nicht so ausprobiert, wie das mit und ohne Haaren ist. Also ich kann es nicht beurteilen. Aber mir wurde gesagt, dass das angeblich gar keinen Effekt hat. Ja, also. Der hat ja nicht mal geschrien. Naja, gell? So Nein, sanft ist die Nora. das nennt man. Das Nora, wir brauchen Schmerz. Nur Schmerz verkauft sich. Er muss weinen. Mit der Pinzette. Genau. Ich sehe schon die Wir hatten mal Reaktion. so eine Story mit dem Miss Magazin. Da haben sie uns Männer gebracht, die verschiedenste Epilationsmöglichkeiten probiert haben. Und da war einer dabei, der hat echt geheult. Ja? Also das war ein Perser, das war ganz gemein. Also mit ganz starken Haaren. Und bei dem haben sie ein Epilationsgerät verwendet. Ha? Moment, den müssen wir ein bisschen zur Seite. Das da. Zur Seite? Ja, nach links, damit ich das Bein sehe. Ach so, Ja. wegen der Kamera, entschuldige. Genau. Das wäre ein sehr interessanter Bitte, da muss man auch Einblick. zoomen, oder? Ja, da kannst du auch zoomen, ja. Weißt du, diese Kamera ist so toll für Anfänger, die braucht man einmal ein bisschen herumspielen und dann kennen sie sich aus. Jetzt ist Nahaufnahme, Schmerz. Ich finde das gar nicht so. Ich sage ja. Gar nichts? Nein, du, ich bin, auch wenn man es mir derzeit nicht ansieht, ich bin Unterwasser-Rugby-Spieler. Oh, Ja, genau. cool. Ein Und schwimmendes Walross auch noch. richtig, ja. Dass es Das sowas tut gibt. jetzt ein bisschen mehr weh. Es ist von Stelle zu Stelle unterschiedlich. Wenn du willst, machen wir die Achseln auch noch. Das ist ein bisschen. Das weiß ich, dass das schmerzhaft ist. Ja, und deswegen machen wir es nicht. Wie ist das jetzt bei dir mit dem Arbeitsinspektorat? Kriegst du öfters Besuch oder? Ja, ganz genau. Also an und für sich war es bei uns immer so, wir hatten jährlich einen Besuch. Aus dem einfachen Grund, weil wir ein Frauenbetrieb sind und bei jeder Schwangerschaftsmeldung kommt das Arbeitsinspektorat. Also ganz im Gegenteil, wie es in den Medien behauptet wurde, dass das anlassbezogene Besuche waren, waren es eigentlich Besuche, also Routinebesuche im Rahmen von Schwangerschaftsmeldungen. Und ja, also das hat auch jeder Unternehmer und das ist auch ganz natürlich, wenn man in der Dienstleistungsbranche mit vielen Mitarbeiterinnen arbeitet, ist also überhaupt nichts Verwerfliches und wir hatten auch schon den ein oder anderen Besuch vom Arbeitsinspektorat davor gehabt, also vor dem Dramatermin, sage ich einmal, und da war auch immer alles in Ordnung. Ich meine, es waren unangenehme Termine und ich habe mich einfach immer daran gestoßen, wie der Umgang mit Unternehmern ist. Also da wird einmal in der Hauptverkehrszeit platzt dann irgendjemand rein. Da muss man sämtliche Termine abbrechen und hinfahren.
Ja, also wir hatten auch schon davor andere Termine mit dem Arbeitsinspektorat und die sind soweit unangenehm, aber glimpflich verlaufen. Aber ich habe mich dann irgendwann einmal dran gestoßen, wie man mit Unternehmern umgeht und wie so das Bewusstsein ist. Also da kommt ein Arbeitsinspektor in der Hauptverkehrszeit daher und stellt einen eigentlich vor Kunden und Mitarbeitern bloß und mit unnötigen Sachen. Also unsere Arbeitsinspektorin bei dem ersten Termin ist zum Beispiel hineingeplatzt und hat dann vor den Mitarbeitern gesagt, naja, warum tragen denn ihre Mitarbeiter Gesichtsmasken, also einen Mundschutz? Und ich habe gesagt, naja, das ist, also wir haben Winter und ich möchte nicht, dass meine Mitarbeiter krank werden. Und sie hat gesagt, na, das gefällt überhaupt nicht, ja, weil die Mitarbeiter dann wenig Luft bekommen. Ich habe gesagt, naja, schön, aber wie machen das dann Ärzte oder OP-Assistenten oder OP-Ärzte? Also die müssen ja auch mit Mundschutz arbeiten. Und da wurde mir dann daraufhin entgegnet, na gut, ja. Genau, einmal umdrehen, einmal wenden, bitte. So, wie im Grill. Aber die Grillsendung, die kommt erst, weil wir müssen erst wieder auf den Seegrund. Ja, und ja, also im Wesentlichen ist das so abgelaufen und jeder Unternehmer weiß, was es bedeutet, vom Arbeitsinspektorat einen Besuch zu bekommen. Und meine einzige Forderung oder das, was mich einfach immer daran gestört hat, war, wie man mit Unternehmern umgeht. Es ist kein Beratungsgespräch, wie es dargestellt wird. Es ist nicht so, dass jemand tatsächlich Interesse daran hat, dass das Miteinander besser wird, sondern es ist ein normaler Behördenbesuch und ich glaube, das kann man auch ein bisschen freundlicher machen und auch ein bisschen beratender gestalten, so einen Termin. Also das heißt keine Serviceleistung? Definitiv nicht. Also bei mir sah die Serviceleistung so aus, dass ich dann einmal einen Zettel bekommen habe nach diesem recht unangenehmen Besuch, mit was ich nicht alles binnen 12 Wochen umzubauen habe und wo da der Servicecharakter bei einer Weisung, bei einer bindenden Weisung ist. Also das wage ich zu bezweifeln, dass das irgendwas mit Beratung zu tun hat. Okay, ja. Also ihr seht, heute geht es sehr viel um nackte Haut. Wie ist das so? Wie viele Kunden hast du in der Woche? Oder? Also wir waren in den 4 Jahren Gott sei Dank immer ausgebucht und unsere Umsatzzahlen sind auch super und sehr zufriedenstellend und es hat auch immer Spaß gemacht. Also wir waren eigentlich immer voll. Ja. Okay, ja, habe ich mich heute sozusagen auch vergewissern können, dass das so ist. Zu deiner Person, du hast ja, glaube ich, Zahnmedizin studiert oder studierst das noch und genau. Warst ja auch mal so eine Art Miss World oder genau. Um was geht es da genau bei dir? Wer bist du eigentlich? Ja. Gute Frage. Ja, also ich habe eigentlich mal angefangen, Zahnmedizin zu studieren, also ich habe es auch fertig studiert. Mir fehlt allerdings noch ein letzter Teil eine Prüfung fehlt mir noch und die Doktorarbeit oder Diplomarbeit nennt sich das in dem Studiengang. Das ist seit 4 Jahren oder ja, 3, 4 Jahren mittlerweile offen, weil ich nicht ganz so viel Zeit hatte, das fertigzustellen und auch nicht allzu viel Muße hatte, das fertigzustellen und ich einfach was anderes gemacht habe. Und das hat mir auch immer Spaß gemacht. Und ja, 2013 bin ich da ein bisschen reingerutscht in diese Missenszene, was eine tolle Erfahrung war, muss ich jetzt auch sagen. Also ich habe viel gesehen, ich durfte viel herumreisen. Es war eine spannende Erfahrung, auch bei sowas mitzumachen. Also ich bin jetzt keine typische Miss, die sich irgendwo beworben hat wo es der Traum war, Miss zu werden, sondern eine Freundin von mir hat diese Misswahl organisiert und ich habe mich da breitschlagen lassen, bei dem mitzumachen. Ich habe gedacht, na herrlich, vielleicht gewinne ich ein Auto oder sonst was. Also habe auch nicht ganz so gewusst, worum es bei einer Misswahl eigentlich geht und bin dann letztlich dann hineingewachsen in diese Sache. Habe dann auch international bei einer Misswahl mitgemacht, also bei der Miss Earth-Wahl, bei der internationalen. Es war damals auf den Philippinen und hat insgesamt 1 Monat gedauert und war auch eine sehr eindrucksvolle Zeit, da Mädels von allen möglichen Ecken der Erde kennenzulernen und
Es hat ja in anderen Ländern haben Misswahlen einen ganz anderen Status als in Österreich. Also da ist das eine boomende Branche, diese Missenbranche. Und ja, dort habe ich dann international den zweiten Platz gemacht und durfte dann ein Jahr Miss Earth repräsentieren und mich Miss Earth Air nennen und herumreisen und mich für den Umweltschutz einsetzen, was eine schöne Zeit war. Safe Mother Earth. Das sagt der Suru wie jetzt die ganze Zeit. Jetzt, ja, übrigens, der Suru wie jetzt ist hinter mir, also Wiens wichtigster Investigativjournalist. Mit dem rede ich dann auch noch. Jetzt ist nur eine Frage, hätte ich dann noch, à la Columbo. Du wirst aller Wahrscheinlichkeit, das hat man jetzt gehört, in die Politik wechseln. Oder was ist jetzt das, was die ÖVP dir angeboten hat? Ja, also das hat sich natürlich, das ist natürlich eine reißerische Schlagzeile gewesen. Das klingt natürlich immer viel toller als Wagner macht ein neues Unternehmen auf. Also ich habe mit sehr vielen Menschen sprechen dürfen in den letzten Monaten und Wochen, was mich auch gefreut hat und durfte mich austauschen mit verschiedensten Leuten von verschiedensten Parteien und wollte mir auch das rausnehmen, dass ich mit allen spreche, weil für mich ist gerade dieses Thema auch Neuland. Ich bin jetzt ich wollte nie eine typische Politkarriere machen, ich wollte nie Politikerin werden im Wesentlichen. Bin eigentlich dazu gestoßen, weil ich aus der Praxis komme und weil ich mir da ein Wissen angeeignet habe. Und meine Eltern waren jetzt nicht unpolitisch, aber auch Wechselwähler, genauso wie ich. Und deswegen, ich habe mir alles angesehen, ich habe mir viele Termine wahrnehmen dürfen und jetzt in den nächsten Wochen wird es auch noch so weitergehen, dass ich mit vielen Menschen rede und mir einfach alles einmal anhöre, bevor ich irgendeine Entscheidung treffe, ob und wie und in welcher Position und bei welcher Partei. Also da gönne ich mir den Luxus, noch ein bisschen zuzuwarten und Gespräche führen zu dürfen. Okay, das heißt mit offenem Ergebnis. Mit offenem Ergebnis, also ich möchte mir das auch ganz bewusst offen halten, aus dem einfachen Grund, weil für mich zumindest ist das, zu welcher Partei man geht, schon eine Lebensentscheidung. Also ich möchte jetzt niemand sein, der dann heute mal dort ist und dann übermorgen dann mal dort ist, sondern wenn ich mich entschieden habe, dann möchte ich mich auch mit voller Kraft dort einsetzen und also wenn überhaupt, meine Themen sind ganz klar Klein- und Mittelbetriebe, Entbürokratisierung, Entlastung für Einpersonenunternehmen, Unternehmer, Klein- und Mittelbetriebe und ich glaube, da kann ich recht viel Praxiserfahrung einbringen und das sind meine Themen und welche Partei und welche Position mir dabei behilflich ist, das wird sich dann zeigen. Okay, apropos, jetzt kommt es langsam ans Eingemachte. Ihr seht es gerade, jetzt geht es langsam in die sogenannte Spezialzone. Also dort, wo Ladiesman steht, à la Hummer. Mittlerweile bin ich ja zum Hummer geworden, aber andererseits, ich habe ja eh vor, jetzt wieder abzunehmen. Das heißt, Waxen ist der richtige Weg, um windschlüpfriger zu sein. Ob das bei langen Hosen beim Radlfahren hilft, keine Ahnung, aber das ist eine andere Geschichte. Wie ist die mediale Rezeption so allgemein bei dir? Ja, also das ist ganz klar, wenn man mit so einem Thema in die Medien geht, dass es sowohl die eine Seite als auch die andere Seite gibt, das ist ganz klar und natürlich und damit habe ich auch gerechnet und habe ich auch überhaupt kein Problem damit und durchwegs eigentlich von meiner Seite, also ich habe es jetzt als positiv wahrgenommen grundsätzlich und ich habe auch sehr viel Zuspruch bekommen und das hat mich eigentlich auch darin bestärkt, weiterzumachen und diesen Weg auch weiterzugehen und weiter einzuschlagen. Und ich habe eigentlich die Resonanz von Seiten der Medien als sehr positiv wahrgenommen. Okay, weil ich habe es ein bisschen befangen befunden, aber das ist meine persönliche subjektive Meinung. So, dann geht es jetzt langsam in die nächste Runde und dann später gehen wir ins Schaufenster. Ich schalte jetzt mal das Mikro aus und genieße es, oder ich lasse es an, aber ihr hört es mich dann maximal schreien, weil das so wie unbedingt, dass ich mal mache, aber das werde ich eher vermeiden, weil wer mich kennt, der weiß, ich bin Unterwasser-Rugby-Spieler, wenn ich mal wieder trainiere und... Ich werde dich wachsen. Challenge accepted.
die letzten Worte. Let it begin. So? Das war gar nichts. Shall we begin again? Der Mann ist schmerzbefreit. Ja, anscheinend. Ich weiß nicht, was jeder hat. Ich glaube, der hat sich so irgend so Drogen reingeworfen. Es nennt sich Kaffee. Au. Das war alles. Und Claudio, wie geht es dir? Danke, Survo, mir geht's gut. Ich habe anscheinend wenig geschrien, wenig gelitten. Wie ist es so schön? Steel-proofed. No pussy. No pussy. If you like this video, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.